Hallo und herzlich willkommen zur Tagesbotschaft für Mittwoch, den 18. September 2024. Ja, die Karten, die liegen bereit. Alle Informationen zu den Karten wir mal unten aus der Infobox und an der Stelle natürlich ein recht herzliches Dankeschön an die Unterstützung für die Abos, die Likes und die lieben Kommentare. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wir schauen hinein, was wir laut Lanomor-Karte für eine Tagesenergie haben. Heute am Mittwoch, Tag des Merkur und wenn sich das deuten lässt, sehr gerne im Zusammenspiel mit den weiteren Orakelkarten. Ja, während ich mische gerne ein astrologisches Update. Wir haben seit ca. 4.33 Uhr mitteleuropäischer Zeit den Vollmond in den Fischen mit einer partiellen Mondfinsternis. Und es ist ja mitten in der Nacht. Die wenigsten werden das mitbekommen, aber das hat natürlich noch eine Nachwirkung. Ab ca. 11.23 Uhr mit der europäischen Zeit transitiert dann der Mond im Widder in einem Feuerzeichen und mit dem Mond im Widder können wir höher gesteckten Zielen ein klein wenig näher kommen, aber ich sage es dazu, der Widermond macht Tempo und die Energie ist natürlich noch sehr stark ausgeprägt, weil die Vollmondenergie, die wirkt ja noch nach, da ist ja von dem Vollmond nur ein kleines Stück weg, ja, das heißt, also der Mond im Widder hat eine starke Kraft und Merkur geht heute eine Opposition mit Saturn ein und das könnte zum Beispiel irgendetwas aufdecken, ja, dass wir an eine Information geraten, die verborgen war. Es könnte aber auch in irgendeiner Form Probleme in der Kommunikation geben. Da dürft ihr gerne mal in die Selbstbeobachtung gehen und selbstverständlich eure Umwelt beobachten. Und wir schauen mal nach. Oh, uh, es sind die Mäuse. Ja eine Verzögerung bekomme ich erstmal rein. Ja, aber ich denke, die ist nicht wesentlich, sondern eher eine kleine. Ich denke, heute geht alles etwas langsamer voran, ja, trotz der Kraft des Mondes im Widder, ja? Ich bekomme hier eher eine Verzögerung rein. Wir werden ja gleich im Zusammenspiel mit den weiteren Orakelkarten sehen, wobei es sich denn da handeln könnte. Die Mäuse sind auch immer so ein dass eventuell etwas in den Verlust geht, ja, das kann ganz banaler Natur sein. Vielleicht haben wir in irgendeiner Weise irgendwo ein Gefäß stehen, ja, und das Gefäß ist mit irgendetwas gefüllt und da verliert sich dann irgendwie was. Da müsst ihr mal darauf achten, in welcher Situation bei euch tatsächlich etwas in den Verlust gehen könnte. Die Mäuse sind selbstverständlich ein Hinweis darauf, dass man ja mal Mäuschen spielen sollte. Vielleicht bekommen wir heute tatsächlich irgendetwas raus. Ja, also Merkur in Opposition Saturn und vielleicht bekommen wir dann tatsächlich mal das ein oder andere Geheimnis raus. Im Bereich des Beruflichen, ich sehe euch fleißig, ja, also wie die Mäuse, das sind ja auch diese kleinen Racker, die ja letztendlich überall sind und die Mäuse können auch irgendwie alles gebrauchen, ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass ihr heute an der Arbeit auch viele Ideen habt, ja, was man vielleicht aus alten Situationen neu machen könnte, ja, dann lasst euch mal inspirieren und sonst habe ich hier tatsächlich so weit. Doch Teamwork, alle sind beschäftigt, ja, und jeder ähm, kümmert sich so um sein Fachgebiet, und ähm, ich habe den Eindruck, dass ihr, wenn ihr euch anstrengt, recht gut vorankommt im Bereich des Privaten. Ich sehe euch tatsächlich überwiegend zu Hause. Ja, ihr macht ein bisschen klar Schiff, kümmert euch um das, was tatsächlich alles so anfällt. Ich bekomme hier die Information rein, dass der Zeitpunkt gut ist, mal wieder das berühmte Tafelsilber zu polieren. Vielleicht ist das ein bisschen angelaufen und das könnte jetzt mal einen neuen Glanz bekommen. Ja, und natürlich schaut mal, was alles so raus kann, weg kann und vielleicht was man tatsächlich upcyclen kann. Im Bereich des Finanziellen, die Mäuse stehen gerne für den Verlust. Ja, kann natürlich sein, dass sie nicht alles bekommt, was ihr gerne hättet. Es kann aber auch gut möglich sein, dass hier eine Verzögerung eintritt. Und da müsst ihr einfach mal schauen. Einige von euch haben heute auch die Möglichkeit, etwas Gebrauchtes zu erstehen. Ja, es kann ja sein, dass ihr irgendwie unterwegs seid oder so. Das könnte etwas auch was Antikes sein. Ja, es ist trotzdem edel. Und da müsst ihr einfach mal schauen, ob ihr da annehmen wollt im Bereich des zwischenmenschlichen die Mäuse sind eigentlich immer so ein hinweis auf eine exliebschaft und die Mäuse sind auch ein hinweis darauf was vorher nicht funktioniert hat bitte ablegen ja und nicht noch mal aufwärmen es kann sich aber auch um einen schüchternen Menschen handeln ja und äh, nach und nach wenn das vertrauen auf ähm, ähm, geht dann ja, habt ihr hier die Möglichkeit, hier eine treue Seele an die Seite zu bekommen? Müsst ihr mal schauen. Im Bereich einer bestehenden Partnerschaft mit den Mäusen, ja, wenn in irgendeiner Weise mal ein bisschen Kummer auftaucht, dann müsst ihr miteinander sprechen und das aus der Welt räumen. Im Bereich des Gesundheitlichen mit den Mäusen, ganz klar. Es ist wichtig, dass ihr euch wohlfühlt. Und die Mäuse sind immer auch so ein Hinweis auf den Selbstwert, ja. Und wichtig ist es, in diesen zu kommen, ja. Wenn euch irgendwie Kummer plagt oder in irgendeiner Weise etwas an euch nagt, dann geht der Sache bitte auf den Grund, was es ist, ja, und steuert bitte auch dagegen. Wundervoll. Ja, jetzt hätte ich gerne eine Information. Ja, das ist schon sehr eindeutig aus den Orakelkarten. Wow, Vanessa, triff deine Entscheidung, indem du dich fragst, welcher Weg bringt mich meiner göttlichen Aufgabe näher, welcher bringt mich eher von ihr ab. Wow. Ja, sind hier Zweifel vorhanden? Dafür stehen die Mäuse nämlich. Also die Sache ist. Wohin wollt ihr? Und das ist ganz wichtig, da auch auf die Intuition zu achten. Ich bekomme ja auch gerade rein Erzengel Gabriel, der Bote Gottes. Ich habe den Eindruck, wirklich heute gibt's irgendwie eine Information. Ja, die kann natürlich erst mal ein bisschen Kummer verursachen. Das verfliegt aber, weil daraufhin großes Glück erfolgt. Ja, ich habe den Eindruck, irgendwie ist noch was nicht so richtig, wie es sein sollte. Ja und die Mäuse stehen auch gerne für Ängste. Die sind diffuser Natur. Bitte mutig sein. Das ist wichtig. Voranschreiten. Ja. Und vielleicht wird euch heute auch eine Entscheidung abgenommen, damit ihr auf den richtigen Weg kommt. Ja. Das kann natürlich auch sein. Ja. Das ist hier nicht ausgeschlossen. Vanessa hat äh, hier ganz klar die Lilien äh, in der Hand. Ja, ich nehme es noch mal gerne, sehr gerne ran hier, also ganz nah. Die Lilien gibt es ja im Lenormand und die Lilien stehen für die Reinheit. Die Lilien stehen für die Treue, für die Aufrichtigkeit, auch für das Rechtliche, für die Jungfräulichkeit stehen die Lilien auch. Sie sind die Schutzblumen der Heiligen Mutter Gottes Maria. Ja und äh, ja. Mit sich selbst bitte ins Reine kommen. Ja, ich äh, habe hier die Information auch, dass es äh, wichtig ist, sich selbst wertzuschätzen. Vor allem mit den Mäusen. Ja, ihr seid wertvoll, edel, anmutend. Ja, es gibt keinen Grund, Selbstzweifel zu haben. Das darf ich hier weitergeben. Wunderbar. Ja, jetzt hätte ich gerne eine Information von den Herzkarten. Ja, das ist sehr eindeutig. Dann nehmen wir die und wir haben Glaube. Tiefer Glaube manifestiert sich jetzt in deinem Herzen. Na wunderbar. Also es ist ganz klar, hier spielt der Glaube eine Rolle. Und ähm ich habe hier unterschiedliche Informationen. Ich habe ja einmal Erzengel Melael, er ist der Mondengel, der unterstützt auch, wenn wir Kummer haben, ja, weil der Mond, der steht natürlich auch für die Emotionen, ja, und der kann hier Heilung bringen, ja, das ist ganz klar. Den Mond gibt es ja schließlich im Lenormand, den Mond, den gibt es im. Tarot und der deckt auch auf, ja, der bringt auch Klarheit. Also aus einer diffusen Situation wird jetzt etwas. Das darf ich mitteilen. Erzengel Michael, den darf ich bitte auch noch erwähnen. Kraft, Stärke und Mut aufbringen. Der steht auch für die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist auch eine große Arkana im Tarot. Es wird etwas ausgeglichen. Es kommt so, wie es kommen soll. Ja, also wahrscheinlich war das vorher verzögert, jetzt kommt das alles ins Lot. Wunderbar. Ich freue mich über eure Unterstützung, über ein Abo und Like, einen lieben Kommentar, gerne im Zusammenspiel und ich ersende euch von Herzen für den Tag, für Licht und Liebe. Bis morgen, euer Ismail.